Hallo, sorry. Hallo Kat, nochmal schöne Grüße. Wie geht's dir? Mir geht's gut und selbst? Ja, auch. Ich war heute früh schon draußen. Ui. Ich habe mir die Wimpern und Augenbrauen machen lassen bei meiner Kosmetikerin. Und die ist jetzt einfach in Benrath. Und da musste ich eine Stunde hin und eine Stunde zurückfahren. Und es hat In hier, Benrath. ja, ist ganz am anderen Ende. Das so in Ist das Berlin nach noch in Düsseldorf? Charlottenburg. Ja, aber so gefühlt nicht mehr. Ist wirklich weit weg. Also ist sehr schön da, aber ja, sehr weit weg. Und es hat hier letzte Nacht. Hä? Ich habe nichts gedrückt und Ja. mein iTunes öffnet sich. Das hatte ich eben. Oder mein Apple Music. Das hatte ich eben schon dreimal. Ich habe den geschlossen und dann hat es sich einfach wieder geöffnet. Ich Ja, habe du nichts sollst nur mehr geklickt. Apple Music benutzen. Ja. Beenden. Okay. Beenden. Ja. No. Aus dem Dock entfernen sogar. Und wo war ich? Ach so, ja, genau. Und es hat hier letzte Nacht geschneit in Düsseldorf. Und der Schnee liegt auch immer noch. Geschneit. Und ja, es geht aber so ein bisschen weg. Und jetzt sind es so um die 0 Grad. Das heißt, es ist einfach komplett rutschig draußen. Und die Bahn erstmal kriegt natürlich in der Durchsage, es wird den ganzen Tag zu Unregelmäßigkeiten und Verspätungen kommen, weil klar, Schnee kommt natürlich überraschend, weil Wettermonitor, never heard of her. Ja, und auch draußen, also manche Stellen sind so ein bisschen gestreut, aber die, ja, wirklich so kleine Ecken mal irgendwo. Und ich bin schon, ja, ein paar Mal fast auf den Popo gefallen. Das ist nicht so schön. Ja, ich check gerade dein Wetter aus in Düsseldorf, in D-Dorf. Ja, pack Your dich warm air ein. quality is moderate. Meine Air Quality, Air Pollution ist low, also gute Air Berlin Quality. ist bewölkt und mäßig. Apple Music hat sich schon wieder geöffnet. Was wollen die Tja, von sorry. mir? Ich muss Sie doch wollen, dass gucken, du ob die Kunde wirst. Aufnahme in Ordnung ist. Okay. Ja, ich habe auf jeden Fall. In Berlin sind es gerade minus 4 Grad. E. Hier sind es 8 Grad und es ist grau und kalt. Und Wind. Und in Düsseldorf ist auch ganz viel Wind. Und ich könnte die ganze Folge nur über das Wetter reden. Aber Ich auch. ja. Wie geht's dir? Hast du ein Highlight der Woche? Ja, mir geht's gut. Ja, mein Highlight der Woche war, glaube ich, Samstag. Das war der gefühlt der kälteste Tag des Jahres. Es war nämlich -1. Uff, aber die Sonne hat geschienen, das war schön. Und da hatte ich Girlsmith gefeiert mit meinen Arbeitsgirlies, mit Emma und Kira. Und wir haben uns mittags getroffen am Borough Market und dann sind wir im Borough Market gewesen und dann in der Tate und dann am South Bank Christmas Market und haben Glühwein getrunken. Und dann war es so kalt, dass wir in den Pub gegangen sind. So Stunden draußen. Es war wirklich der kälteste Tag, wo wir das geplant haben. Ja, klar. Und dann waren wir später Nachmittag abends, wie so ein Großeltern, um 5:15 Uhr hatten wir eine Reservierung bei Casa do Frango. Casa do Frango. Casa do Frango. Ein Portugiese, oder portugiesisches Restaurant in London. Das hat auch mehrere Restaurants mittlerweile in London. Und ich wollte schon immer mal ausprobieren, weil es sehr, sehr gut sein sollte. Und it did not disappoint, sorry. Es war sehr, Sehr sehr lecky. schön. Highly recommend. Und auch gar nicht so teuer. Da waren wir auch also so überrascht, dass es so günstig ist. Ich weiß nicht, wir hatten irgendwie zu dritt 110 Pfund nur bezahlt. Hä, voll gut. Crazy, Zu oder? Und dritt. ja, voll. Und es war sehr, sehr lecker. Da könnte ich jetzt immer Nice. hingehen, sorry. Neues Stammlokal. Ja, also wirklich richtig, richtig gut. Wir waren in der London Bridge, im London Bridge Restaurant, aber es gibt auch eins in Shoreditch, eins in Piccadilly jetzt auch und ich glaube noch sogar wo. Aber
Genau, wie gesagt, das Land in Bridgewan kann ich sehr empfehlen. Die haben Ja. überall dasselbe Menü, aber deswegen, Was hast du und es ist sehr gegessen? lecker. Es ist so, was ich am liebsten mag und was es gefühlt in London auch fast nur noch gibt, halt so Sharing Platters. Also nicht so wirklich Tapas, weil dafür sind sie zu groß, aber auch ja, eigentlich wie Tapas sozusagen. Und wir hatten eine Charred Cauliflower uns geteilt mit so einem richtig leckeren Joghurt-Dressing. Dann so, diese haben sich so unscheinbar angehört, Sweet Potato Fries, aber es waren keine, also es waren schon irgendwo Sweet Potato Fries, aber eher so Sweet Potato Kartoffelstücken, die so ein bisschen crispy gemacht worden Oh, lecker. sind, mit so einer Pesto-Joghurt-Soße. Lecker. Mega. Dann hatten wir so eine Bean Stew, wo ich immer so, Bean Stews kann halt so oder so sein, aber die war so gut. Lecker. Auch mega. Was hatten wir noch? Boah, voll viel. Wir hatten jeder so eine Mini-Empanada, die mit so Mushroom und Spinach gefüllt war. Genau, und dann als Side hatten wir so Garlic Grilled Mushrooms, aber die waren perfekt gegrillt und gar nicht so garlicky, also Lecker. wirklich mega perfekt. Die leckersten Pilze, die ich hatte in a long rewild. Wow. Ich liebe ja Pilze. Und dann noch, dafür sind sie halt auch berühmt, so ein halbes Chicken, was auch so gechargrillt wurde und hat aber so ein richtig crispy Skin. Es war auch richtig lecker mit Und das einer, alles für 110 Pfund. ja, Das klingt und nach dazu einem noch. vollen, also so einem riesen Tisch, der komplett voll ist mit Essen. Ja, und dazu noch, sorry, hatten wir einen Sangria-Pitcher. Crazy. Hä, Also voll der gute Preis. kann ich jedem empfehlen, dahin zu gehen, weil es ist Ja. schon so schicker, aber günstig. Verlinkt in den Shownotes. Oh, Ja, ich schon wieder. genau. Also natürlich muss man dazu sagen, wenn man, also es ist natürlich jetzt günstig im Re Relativen. Ja, im Verhältnis, aber so im Londoner Verhältnis, aber auch in Düsseldorf, also für die Menge an Essen finde ich das Ja. mega gut. Ja, weil gestern, das ist nämlich mein anderes Highlight. Sorry, sorry, ich habe zwei Highlights. Oh. Aber einfach nur, das war mein wirkliches Highlight. Aber bin in der Pflicht, das andere auch zu sagen, gefühlt. Also Ah, ich weiß. ich fühle es als Pflicht an. Ich sehe es als Pflicht an. Gestern nämlich, das war nicht so schön. Also es war schon schön, aber der Tag hat nicht so schön angefangen. Ich musste um 5:30 Uhr aufstehen, sorry. Weil wir in Essex auf einer Cheerleading-Competition waren, wo wir uns um 8:30 Uhr getroffen haben. Und dann bin ich um 5:30 Uhr aufgestanden. Und zwischen 6 und 36 kam Trishy und Vi hier vorbei, also mit dem Uber. Und dann habe ich sie eingesammelt, beziehungsweise mein Haus gelassen. Und dann sind wir nach Essex gefahren, nach Colchester, wo die Competition eben war. Weil es ist mich nicht so weit weg, dass es sich lohnen würde, ein Hotel wirklich zu nehmen. Obwohl, als es so früh war, war ich so, fuck that, nächstes Mal nehmen wir auf jeden Fall ein Hotel. Aber dann war es auch nicht so schlimm. Es meckert auf sehr hohem Niveau mal wieder. Bei 5:30 Uhr aufstehen, meine Mama ist früher immer um 5:40 Uhr aufgestanden und sie hat es jeden Tag gemacht. Manche Leute sind um 5 Uhr bei der Arbeit. Ja, ich weiß, ich nicht. Ich Aber auch konnte es so eine. auch nicht. Also meinen Nee. großen, wie heißt das, meinen hohen, vollen Respekt. Ja, wenn ich dir schreibe zum Aufnehmen, dann schreibt mir Zori manchmal so. Ich bin dann so, können wir ein bisschen später heute aufnehmen? So 12:30 Uhr oder 1 Uhr oder was auch immer. Und dann sagt Zori, ja, klingt gut, weil ich bin noch im Bett. Bin So. Langschläferin, was soll ich sagen? Ja. I love it. Aber genau, weißt du, deswegen, es war halt so völlig, völlig voll. Ich war halt voll raus. 5:30 Uhr, auf gar keinen Fall. Ich habe die ganze Woche schon darüber genörgelt. Wirklich jede Person, die mich auch nur im Ansatz kennt, weiß Bescheid, dass ich um 5:30 Uhr ausstehen musste auf dem Sonntag. Ich bin halt auch dann relativ früh, slash früher als sonst ins Bett gegangen. Was aber auch dann dazu geführt hatte, dass ich dachte, ich muss jetzt schlafen, ich muss jetzt schlafen, weil sonst kann ich nicht schlafen. Und natürlich Und hast du dann nicht konnte ich natürlich geschlafen. schlafen, natürlich nicht. Und ich hätte aber einfach normal ins Bett gehen sollen. Und dann hätte ich halt fast 1 Stunde, 2 Stunden weniger Schlaf gehabt. Also statt 7 Stunden, 5,5 oder Oh 5 oder Gott. so.
Das wäre auch voll okay gewesen, weil am Ende habe ich jetzt vielleicht 3 Stunden geschlafen und war halt die ganze Nacht Ja, wach, so und okay. immer wieder. Und ich hatte auch so viel Tee getrunken, weil es ja so kalt war das Wochenende, sorry. Und da musste ich ja ständig pipi und das hat es noch schlimmer gemacht. Aber jedenfalls, das war nicht mein Highlight, das wurde dann aber mein Highlight. Und zwar, wir haben gewonnen, sind Division Champs geworden mit meinem Masters-Team Embers. Sehr, sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und weil es so früh morgens war, ich konnte nicht mehr richtig aufgeregt sein. Sehr gut, siehste, also doch gut, dass es so früh war. Wie ja, und letztes Jahr in Bournemouth. Wann, da voll, sind wir doch voll. auch um Ja, 5 letztes oder Jahr, so. stimmt. Ja, letztes Jahr sind wir doch auch um 5 Uhr aufgestanden. War nicht Und um gefühlt um halb vier 7, ja, um halb 7 morgens haben wir uns war Training getroffen. am Strand. Oh, furchtbar. Das war ganz schlimm. Das war auch furchtbar so. Da habe ich auch Wochen vorher davon geredet, wie scheiße das alles ist. Ja. Und an dem Tag davor und an dem Morgen. Ja, und danach. Jetzt immer noch. Ich finde es, was ich halt. Also ich finde es einfach fies, wie so diese Competition-Menschen diese Divisions legen und diese Schedules. Weil ich finde, ein Team mit erwachsenen Menschen, was es ist, beides, weil ich bin ein erwachsener Mensch, ich kann in keiner Baby-Division mit 5-Jährigen competen, weißt du? Sehr Das, komisch. ja, wäre komisch, geht nicht. So jung sehen wir alle leider nicht mehr aus. Aber so. Erwachsene Menschen, die vielleicht jetzt nicht Schichtdienst oder was auch immer für Jobs haben, was viele Menschen arbeiten ganz normal 9 to 5 oder Flexi-Working, dass sie 11 to 7 oder so arbeiten können, weißt du? Sie sind darauf angewiesen, dass sie ausschlafen können am Wochenende und nicht irgendwie so mega früh. Naja, anyway. Das war dann noch ein schöner Tag. Und da wollte ich nämlich nochmal sagen, deswegen in Relation ist Casa Dufrango sehr günstig, weil als ich nämlich nach Hause gekommen bin, gestern, da war ich so erschöpft, habe ich mir Taco Bell bestellt. Und da habe ich gefühlt, also nein, nicht gefühlt, ich weiß, dass ich 30 Pfund dafür ausgegeben habe. Und das war nicht so gut wie Casa Dufrango und da habe ich nicht sehr viel mehr bezahlt. Ja, und vor allem wahrscheinlich auch weniger Essen gehabt. Naja, ich habe schon rein. Okay, da muss man dazu sagen, ich wusste nicht, was ich wollte, aber ich wollte Taco Bell, habe ich sehr viel bestellt und ich war einfach sehr hungrig, Okay. weil es ein langer Tag war. Aber ich habe immer noch Taco Bell im Kühlschrank. Nice, wird gleich der Mittagssnack. Ja, wirklich. Ich Sehr freue mich schön. schon. Quesadilla. Lecker. Lecker. Das ist natürlich nice. Ja. Nee, alles gut, sorry. 13 Es Uhr, ist. es wird, oder 14 Uhr, es wird Zeit für meinen Ich wollte gerade sagen, Mittagsschlaf. es ist kalt, grau. Ey. Oh. Weil, Ja. okay, bei mir ist es eigentlich okay, aber es ist trotzdem kalt, grau Hier ist und keine kalt. Sonne. Hier auch nicht. Die Sonne geht auch gleich wieder unter. Um 3 Uhr ist hier Sonnenuntergang. Um 3:30 Uhr ist hier Was? schwarz, schwarze Nacht. Ja, ist nicht so wie in Deutschland. Deutschland ist so schön südlich, Ja, da ist es 4:30 Uhr länger. ist so südlich, genau. Oder nördliche, keine Ahnung, aber in Deutschland hat man länger Sonne Ja, oder Tag. die Hier eine hat man gar keinen Stunde. Tag. Ja, es macht voll viel Unterschied, weil hier ist auch nicht, also hier ist einfach immer dunkel. Ja. Oh Gott, oh Wie so Gott. Norwegen. Ja. Oh, damit hat mein Buchtipp nachher zu tun. Okay, Buchtipp. Warte, Es gibt ja, kein ich Thema habe auch heute. ähnlich, ich habe auch kein spannendes Highlight. Ich glaube wirklich, mein Highlight war jetzt das Wimpernlifting und das Augenbrauenlifting. Ich habe mir Aber am das wäre Wochenende so noch die Haare selbst gefärbt. schon wieder ein Highlight. Schon, Beauty. ja. Beauty, Beauty. Beauty, Beauty. Oh, und ich gehe zum Osteopathen und ich merke wirklich jede Stunde, wie sehr es hilft. Und ich bin jetzt auch wieder motiviert, Sport zu treiben, und zwar regelmäßig Sport zu treiben, wenn es dann einfach, ja, weil es einfach mit den Schmerzen hilft. Komisch. Und dass ich jetzt Aber langsam Sport endlich ja wieder den Kick kriege. Ach so, ja, genau, das meine ich ja mit Sport, Ja. dass es dabei hilft, dann auch den Schmerzen vorzubeugen. Ja. Und ja, ich bin motiviert, Sport zu treiben.
Und das, obwohl noch nicht mal Ende des Jahres ist, sondern nur fast Ende des Jahres. Ja, aber vorsichtig sein, gerade wenn es so kalt ist, Sport zu treiben. Ja. Ich gestern auch aufgeregt, sorry. Ja. Weil nämlich Warm-up war in einer anderen Halle als Competition, nicht weit weg. Aber man musste halt, die Hallen waren nicht zusammen, also man musste von einem Gebäude ins andere reinlaufen, durch die Kälte. Und es hat geregnet. Und dann steht man ja noch relativ lange, also das sieht man natürlich nicht, wenn man kein Cheerleading macht, aber wenn man nach dem Warm-up steht, man halt immer noch gute 5 bis 15 Minuten im Holding rum. Und ich habe mich gestern auch voll aufgeregt darüber, weil Warm-up, klar, da wird man warm, yay. Und dann mussten wir aber in die Kälte und dann nochmal im Holding, wo es auch nicht sehr warm war, stehen. Und ich war so, okay, Leute, wir sind alt und Kälte und st dann stoppen zu trainieren. Dann, wir bekommen alle Injuries, we all will have a Ja, muscle-like-Injury. und wenn man auch nur leicht krank Sport macht, Gefahr auf eine, wie heißt das, Herzmuskelsehnenentzündung oder so. Ja, aber krank waren wir ja nicht, wir waren ja einfach Nein, nur ich meine kalt. nur, wenn man jetzt im Dezember und Dezember bis November bis April am besten keinen Sport treiben, danach ist, weil zu kalt und zu krank, danach keinen Sport treiben, weil zu heiß. Ja, ich So. war so, I'm gonna sue if I get a hamstring injury. Ich habe keine hamstring injury bekommen. Ist auch besser so. Besser Ja, als natürlich. Nee, verklagen. sonst wäre ich richtig sauer. Richtig sauer. Aber das finde ich immer auch so, im Sommer voll okay. I don't have a problem. Aber so im Regen muss ich noch nach draußen, nach dem Warm-up, in die Kälte. Dann brauche ich auch gar nicht Warm-up machen. Okay, im Warm-up geht es halt auch um mehr Sachen noch als nur warm zu werden. Auch das natürlich, aber e egal. Anyway. Aber Sport machen ist wichtig, sorry. Ein Cheerleader hatte auch im Sommer einen Bandscheibenvorfall und kann jetzt halt kein Cheerleading mehr machen. Aber sie muss jeden Tag im Fitnessstudio irgendwelche Rücken- und Gewichtlifting-Übungen machen. So nämlich. Und das tut halt auch voll weh so, aber wird halt nur dadurch besser. Deswegen denke ich immer so, no, thank you. Ja, ich muss es auch einfach wieder machen. Ich Ja. hab's ja auch, als ich es gemacht habe, ging es mir auch super gut. Ja, So, und dann noch wer ein bisschen rastet, der schwimmen und ein rostet. bisschen in die Sauna. Und Oh dann wird ja, das alles schon Sauna. wieder. Und dann Eisbad. No, thank you. Du vielleicht nackt Auf gar keinen rausrennen in den Fall. Schnee vom Oh. Schwimmbad, weißt Oh Gott. Sorry. Wirklich, wenn Leute sagen Eisbaden, weil das soll ja so gut sein. Mein Herz hört auf zu schlagen, wenn es nur dran denkt. Herzinfarkt ist davor programmiert bei mir. Kann jeder noch so sagen, wie gut es ist? Nein, it's not good for your recovery if I'm Ja. dead. No, no, no. Bei einer unserer Klassenfahrten, ich glaube in der 10. Klasse, sind Ja. wir hier in, waren wir in einem Center Park? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir sind auf jeden Fall nach Holland. Ich glaube, es war in einem Center Park. Und dann einen Tag waren wir da schwimmen in dem Schwimmbad und das war so riesengroß, wirklich ganz viele Rutschen und ewig viele Becken. Mega cool. Und dann waren Ja. meine beste Freundin und ich draußen in so einem kleinen, in so einem, ich glaube, es war auch ein Whirlpool, ich weiß es nicht mehr, ist auch pupsegal. Und dann war da so ein Riesenbecken und das war leer. Und wir so, hey, geil, da gehen wir rein. Rennen da mit Anlauf rein, also wirklich springen, so weit wie wir können. Ja, es war ein Kältebecken. Wir haben einfach so geschrien, weil wir nicht mehr konnten. Ja, das war einfach. No, no, sorry. Und dann da zurückschwimmen, weil wir halt so extra weit reingesprungen sind. Wir sind wirklich schreiend da wieder raus. Das war ganz, ganz schlimm. Auf Da gar meint er keinen so, Fall. deswegen ist da niemand drin. Ja. Ding, 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 There is a ding. reason. Es Ja. gibt einen Grund. Oh, da wird mir immer noch ganz anders, wenn ich da dran Oh, auf denke. gar keinen Fall, sorry. Nee, nee. Nee. Lieber nicht. Hast du schon was für Silvester geplant? Nein. Ich habe wirklich gar keinen Plan. Hä, aber entschuldige, schon wieder gehen. Du machst doch eigentlich immer was mit deiner Berliner Gang. Ja, aber die haben mich nicht gefragt. Dann habe ich sie auch nicht gefragt. Und du hast sie auch nicht gefragt?
Nee, ich muss Okay. mich aber mal melden. Ich Ja. glaube, deswegen auch. Aber nee, ich bin irgendwie dieses Jahr auch nicht so in Stimmung. I don't know. Aber Oder? genau, es gibt bis jetzt keine Pläne. Ja. Letztes Jahr war ich alleine mit den Katzen zu Hause, weil ich ehrlich gesagt, ich habe ja Daisy in meinem, als ich Daisy das erste Jahr hatte, ich habe die ja, glaube ich, im Oktober oder November geholt. Und dann war ich Silvester tatsächlich nicht zu Hause und habe aber mir die ganze Zeit Sorgen gemacht, wie das wohl für sie ist. Und jetzt letztes Jahr mit Daisy und Nelly bin ich zu Hause geblieben. Zum Glück. Also Nelly war das auch alles nichts und viel zu laut, aber die hat sich hier in eine Höhle verkrochen und ist einfach da geblieben. Daisy ist hier wirklich durch die Wohnung gesprungen, weil die haben ja auch schon irgendwie um 10 Uhr angefangen. Und dann bis nachts um 3 und zwar richtig geböllert, ohne Ende, was ich eh schon mal scheiße finde. Und eine Nachbarin hat auch aus dem Fenster gerufen, die kannte die irgendwie, glaube ich, und die meinte, hey, könnt ihr damit nicht noch ein bisschen warten? Mein Hund rennt hier im Dreieck. Die waren so, naja, aber es ist ja Silvester, pam, 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 pam. Ja, und Daisy hat sich irgendwie auch bis. Keine Ahnung, es hat bestimmt bis 1 oder 2 gedauert, bis es halt weniger geworden ist, bis sie sich wieder beruhigt hat. Aber die ist wirklich unter das Sofa, unter das Bett. Wir waren eine Zeit lang zusammen im Bad, weil das Bad so in der Mitte von der Wohnung ist, ohne Fenster. Und ich dachte, vielleicht ist es da leiser. Da hat es auch total gehallt. Und es gab halt keinen sicheren, leisen Ort, wo sie sich verstecken konnte. Vielleicht kann sie dieses Jahr irgendwie in den Kleiderschrank oder so. Also, Vielleicht, wenn sie darauf Bock ja, hat, dann nicht kann sie da eingesperrt. vielleicht mal Naja, sie reingehen. ist in meinem einen Kleiderschrank, also in dem Ja. einen Regal ist sie gerne zwischen meinen T-Shirts und in dem anderen ist ein Korb mit einer Decke drin. Oh, übrigens, ich habe die Tage, ich sitze hier am Laptop und arbeite so vor mich hin, tüdelüdelüdelü, hatte irgendwann Wäsche aufgehangen, habe wieder gearbeitet. Auf einmal geht meine Schranktür auf und ich war so, what the fuck, was Geister, Ja. sie sind real. Ja, ich habe Daisy in den Schrank eingesperrt, ohne es zu merken. Das ist mir schon so oft passiert, sorry, in Ja, meinem ist mir jetzt Leben. auch schon zum zweiten Mal passiert. Das war echt so. Und sie ist dann, ich habe so eine Kleiderstange, die oben ist und eine Kleiderstange in der Mitte von dem Kleiderschrank. Und sie hat sich auf die eine Kleiderstange draufgesetzt und so versucht dann und mit der Pfote dann versucht, die Tür zu öffnen. Also voll schlau auch und wirklich so mit Schwung dann, dass die dann offen bleibt. Und die ist dann auch raus und hat erstmal so ein paar Runden um mich rumgedreht und ich war so, oh mein Gott, es tut mir so leid. So, ja. Das war auch was. Und ich hatte zwischendurch schon gedacht, hör, Daisy ist gar nicht im Wohnzimmer. Naja, okay, die verkriecht sich ja auch gerne mal irgendwo anders. Nö, die saß einfach im Schrank und kam da nicht mehr raus. Ein Tja. armes Baby. Nein, die schlafen ja auch gerne in solchen Sachen. Ja, ist so, aber da war Die sie miauen natürlich schon, einfach. wenn sie raus wollen Ja, und nicht letztens können. hatte ich sie auch in die Abschlepp. Was ist denn heute mit mir los? Abstellkammer. Abstellkammer gesperrt. Auch, also aus Versehen. Ja, Und und da war ich. dann miau. Nee, sie hat keine gekriegt. Was denn da? Was denn da Das bei war dir mich, los? wie ich gekratzt habe Ach so, an der okay. Tür wie die Katze. Oh Gott. Nee, sie hat noch nicht mal miaut oder gekratzt. Ich habe sie einfach gesucht und dann die Tür aufgemacht und dann ist sie rausgerannt. Aber sie hat keinen Pieps von sich Tja, gegeben. dann mochte sie es noch da drinnen. Ja, ich habe eher Angst, dass sie mir dann irgendwo hinpieselt, aber hat sie zum Ja, das Glück kann. nicht. Nee, die können das schon lange halten, wenn sie wollen. Wenn sie Ja, wollen. eben. Das sind die magischen Worte. Nee. Ja. Oh, die kleinen Babys. Aber generell habe ich, glaube ich, gar nicht so Bock auf Party. Irgendwie Nee. vor ein paar Wochen dachte ich noch so, okay, feiern gehen, also irgendwo auf eine Hausparty oder so, feiern gehen. Aber dann dachte ich auch, eigentlich ist es auch immer das Gleiche. So Ja. die gleichen Gespräche, trinken, zu laute Musik, es wird geböllert, irgendwelche Typen müssen dann nochmal zeigen, dass sie richtige Typen sind. Und
die Böller in der Hand halten oder gegenseitig auf sich schießen oder auf Autos schießen. Die Girls, Ja. die da keinen Bock drauf haben, die dann rumkreischen, man geht dann irgendwann rein, die Jungs ballern noch 2 Stunden weiter und dann geht man irgendwann verkatert nach Hause. Und ich bin ja auch noch so ein Schisser, ich habe dann ja auch Angst, auf den Böller zu treten, dass der dann erst losgeht, weil ich das auch schon in der Zeitung gelesen habe. Ja, weggehen mag ich auch überhaupt nicht. Ich bin auch so, ich check noch mal mit Berlin ab. Vielleicht muss ich auch einfach mal konkret fragen, was sind eure Silvesterpläne? Weil ich glaube, es ist so one of those things, weißt du, wenn man die ganze Zeit so ein bisschen schreibt, aber nie wirklich so konkret irgendwas sagt, dann kommt halt auch nichts. Also warum sollen sie dann auch? Aber ich glaube, die haben auch nicht wirklich was geplant, weil es halt auch immer so ist, man muss so viel planen, super viel einkaufen und dann, weißt du, also einfach, manchmal ist es auch schön, einfach richtig chillig nichts zu machen. Aber das ist halt so eine Option. Die andere Option wäre, ich glaube, meine Eltern, die haben schon Pläne. Also wenn sie noch keine Pläne haben, könnte ich auch mit ihnen feiern. Aber das werde ich wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, mit meiner Mama mir dazu schreiben. Aber ich bin mir sicher, dass die schon irgendwas gebucht haben. Und sonst, ich habe auch noch keinen Flug zurück, fliege ich einfach, glaube ich, nach London zurück, weil Gabs ist halt auch hier alleine mit den Katzen, weil sie auch keinen Bock hat, irgendwas zu machen. Oder vielleicht halt. Sie hat ja auch Freunde, die hier in der Nähe leben, dass die vielleicht in den Pub oder so gehen für ein paar Stunden. Ja, Aber weißt also du, das halt ist auch nichts, entspannt. genau, auch nichts irgendwie geplant mäßig. Und da kann ich mich halt auch anschließen. Oder auch wenn ich hier bin, ich weiß, dass wir auch nichts zu tun hat, dann kann ich auch zu ihr gehen. Wir sind jetzt in dem Alter, oder? Ich weiß noch, Yes. wir haben auch noch mal in Berlin, haben wir auch mal Silvester zusammen gefeiert Ja. mit deiner Freundin. Und da sind wir Ja. doch auch noch von ihrer Wohnung dann irgendwie zu Freunden weiter, Stimmt, was dann ja. aber auch, jetzt können wir es ja sagen, wo das dann so ganz komisch waren, weißt du noch, so diese zwei Ja. Pärchen, bei denen wir dann Ja. da waren. Und wir dachten, wir kommen da halt zu einer Party. Und dann saßen die da zu viert am Tisch und haben so leise Musik gehört. Und wir kamen da an und waren so, wäh! Und es war so ganz komisch. Not the vibe, ja. Ja, und dann sind wir raus und es hat fast, also ich möchte nichts Falsches sagen, aber es war fast so ein bisschen kriegartig, weil da halt so geböllert wurde. Und Ja, in da Berlin. wurde nämlich auch auf Rettungswägen, die da lang gefahren sind, auf die wurde geschossen. Und da wurde wirklich auch unter ein Auto geschossen. Ja, Und ich weiß noch, wo du aber es meintest, wenn ich nach Hause komme und mein Auto kaputt ist, dann flippe ich ist. aus. Ja, Zu naja, Recht. wo ich gewohnt habe, war natürlich gar nichts. Natürlich nicht, aber trotzdem hat man Ja. dann ja Angst. Nee, aber das ist auch in Berlin, ich glaube, also relativ extrem. Letztes Jahr, es war ja auch so warm letztes Silvester, eigentlich war es mega schön. Da haben wir uns mit Freunden von meiner einen Freundin getroffen. Und so da, weißt du, beim Maybachufer, wo man Boule spielen kann, nachmittags Boule spielen Ja, ich glaube. gewesen. Und es war halt auch so ja fast 20 Grad und haben irgendwie Wow. Prosecco getrunken und dann Donuts noch gegessen und das war alles voll schön. Und dann sind wir halt zurückgelaufen. Es wurde natürlich trotzdem relativ schnell dunkel. Und ganz Neukölln ist ja eigentlich, oder um den Hermannplatz herum, gefühlt ganz Neukölln, Kreuzköln. Auch so Sperrbezirk, da darfst du halt gar nicht Feuerwerk machen. Und natürlich haben doch irgendwelche Leute das Klar, gemacht. klar. Oh, und dann hat auch so, war so ein kleiner Junge mit seinem Vater und der hat so Knallerbsen geworfen. Wir hatten ja auch den Hund dabei. Oh Ich bin so nein. ausgerastet, richtig ausgerastet. So, warum wirst du das in die Nähe vom Hund? So, ich bin dem Kind so ein bisschen angegangen. Ich war auch nicht Ja, die verstehe Einzige. ich Weil der auch. Vater war auch so, er ist halt noch so klein, er kann das nicht wissen. Ja, Doch. dann sag du ihm das. Ja, auch wenn du 3 Jahre alt bist oder 2, du weißt halt, dass du nichts auf den Hund wirfst oder in die Nähe Ja, von einem oder Hund dein oder auch Papa auf die Nähe sagt dir von einem das und dann lässt Menschen. du es. Wir waren ja auch da. Ist ja nicht so, dass der Hund irgendwie Millionen von Meilen entfernt gelaufen ist. So, der war ja Ja. direkt bei uns, auch gerade bei, wie er in Neukölln war oder Kreuzköln. Ja. Aber sonst an sich haben wir da halt dann nichts mitbekommen, aber auch einfach, weil wir bei einem Freund einfach nur richtig schön ganz viel so tapasmäßig Essen gemacht haben und dann einfach geredet und Musik gehört und Ach, Musik schön. gesungen, gemacht Ach, schön. und einfach so richtig entspannt Silvester gefeiert und sind dann halt um Mitternacht einfach nur rausgegangen, um haben das Feuerwerk von allen anderen Leuten anzugucken, halt vor der Tür und die Straße, es ist ja zwar eine große Straße, wo die alle wohnen, aber halt jetzt nicht so eine Straße, wo super viele Menschen auf der Straße sind. Es war eher so eine Verkehrsstraße. Deswegen
war das eigentlich voll schön und entspannt. Aber so knallen bin ich auch kein Fan. Ja, oder im Hier. Club oder so. Oh mein Gott, Oh, auf nee, es ist gar auch viel zu keinen Fall. kalt, so richtig zu Es ist kalt anstrengend, viel und zu zu voll. teuer. Zu teuer, zu Da voll, kein kostet ein Drink Spaß. bestimmt dann gefühlt 20 €. So, weißt du? Außerdem Und dann fremde sind da Menschen habe wahrscheinlich ich auch auch noch gar keinen Bock Touristen. drauf. Ja, das auch. Und du hast keinen Platz auf der Tanzfläche, um richtig, wenn dann schon, zu Nee. tanzen. Nee, und alle sind super besoffen und irgendwie datschen dich an und du Ja. guckst, da ist nur Gedränge. Boah, ich bin direkt schon genervt. Ja, ich auch. Das lohnt sich überhaupt nicht. Ja, das Silvester Furchtbar. noch während Corona, als du hier warst, das war schön. Das war auch schön. Da haben wir auch nichts gemacht. Ja, Obwohl, da hätte ich Lust, noch mehr zu machen. Aber ich glaube, weil das ganze Jahr so entspannt war, weißt du, Zuri, da hätte man so weil man vorher auch nicht halt auf gar nichts Feiern machen gehen. durfte. Genau, aber so irgendwas, weißt du? Aber so, es war voll schön. Aber so, das war so das eine Jahr, wo. Kat und ich nämlich Glitzersachen sogar noch angezogen und uns die Ja. Haare gemacht. Wir haben irgendwie mittags ganz viel Sushi bestellt, das wir dann so über den Tag gegessen haben. So viel Sushi. So viel Sushi. Wir haben das immer noch. Das schmecken immer Und dann um Mitternacht waren wir auf dem Balkon und da haben ein paar Leute auf den anderen Balkons oder Balkonen Ja. ein bisschen geböllert, aber jetzt Ja, auch es war nicht so auch ganz super schön. krass. Und Nee. dann haben wir einfach bis 2 irgendwelche DJ-Live-Übertragungen Ja, auf das war YouTube lustig. geguckt. Das waren noch Und die getanzt. Zeiten, ja. Ja. Dann waren wir um Das 2 war oder voll so im gut. Bett. Das war mega Ja. chillig. Voll. Ich hatte auch voll viel Energie, weil wir den ganzen Tag ja auch nichts gemacht haben, außer Nee. uns vorbereitet haben, Silvester so zu Ja. feiern, wie wir jeden anderen Tag auch verbracht haben. Richtig, aber wir konnten ja auch, also wir sind ja immer ein bisschen spazieren gegangen. Das weiß ich auch noch, wie Ja. so, guck mal, Kat, da ist voll das leckere Restaurant. Da wäre ich mit dir hingegangen, wenn das Ja, geöffnet genau. gewesen wäre. Und hier, das ist voll die gute Ausstellung sonst. Und hier ist das. Und da sind sonst richtig viele Leute auch. Ja, hier die Pralinerie. Oh, die sind richtig bekannt für ihre Zimtsterne. Ja, irgendwann dann mal. Ja. Hahaha. Ja, dann weiß ich, dann sind wir auch durch die Altstadt gelaufen, wo halt fast niemand war, was auch Ja. alles jetzt natürlich zu hatte. Ja. Und da gab es auch noch so einen Wurststand vorm Rathaus. Und dann habe ich mir da noch Stimmt, eine und dann Wurst hast du da geholt. noch eine Wurst gegessen. Ja. Die man aber auch im Gehen essen musste. Ja, stimmt, man durfte da ja noch nicht mal sich Nee, hinstellen. genau, man musste Oh so bezahlen und Gott. gleich Und weiter. direkt gehen. Noch nicht mal dann in den Kreisen. Danach war ja irgendwie noch, dass man dann immer in so Kreisen stehen durfte, zu dritt oder Oh, so. ja. Oder Was weißt du noch ist halt das das? Jahr, das nächste Jahr, wo wir auf dem Weihnachtsmarkt waren, wo es ja Weihnachtsmarkt gab, aber man auch Ja. so seine Impfsachen und so Bescheinigungen eigentlich dabei haben Ja. musste. Auch voll anstrengend, wo es wirklich auf dem An Düsseldorfer jedem Stand das Weihnachtsmarkt so vorzeigen musste. genau auch so Leute gab, die es kontrolliert haben auf der Fläche, dass man das hat. Ja, das weiß ich noch. Da waren Ja. so viele, die das kontrolliert haben. Ja. Das war richtig krass. Wo wir dachten, jeder Glühschirmchen wird uns trotzdem Covid geben. Ja, aber nothing Jokes on them, happened. aber nein. Aufs Das hat nämlich Glühtürmchen freue ich gewirkt. mich auch schon wieder. Oh, richtig. Wenn Love die it. Folge rauskommt, noch eine Woche, bis du da bist, Kat. Ja, aber sonst so, auf Silvester, ich mag auch gerne Raclette machen. Oh, ja, lecker. Ja, oder halt, wenn dann in so einem kleinen Freundeskreis und dann halt zu Hause bei jemandem und dann, also nichts, was so ausartet, weißt du? Ich glaube, das ist das, was mich stört. Ja, halt entspannt so. Ja. Genau. Und dann kann man ja Muss. auch zusammen tanzen, Musik hören und weiß ich nicht was. Aber man macht es halt nicht zu 50st auf einer Hausparty, sondern halt, keine Ahnung, zu 10th oder was auch immer. Ja, Und oder das, noch weniger. ja. Ich war auch so 10 Freunde. I don't know. Aber ja. Maximal 10 Leute. Falls noch jemand ein Plus 1 mitbringt. Ja, das ist okay, aber so entspannt, dass man die Leute kennt und mag. Genau, ja, genau, dass halt der Vibe stimmt und irgendwie. Ja, also wie gesagt, tut mir leid, dass ich diese Party nochmal aufbringe. Wusstest du ja auch nicht, dass es so wird. Aber als wir dann da bei denen saßen, dachte ich auch nur so,
Und wir haben es angeguckt und dachten nur, was tun Wir wir hätten auch zu hier? Hause sein können. Ja, und deine Stimmt. Freundin war auch so, oh Gott, sie wusste auch nicht, dass es so wird. Die hatten ihr Nee. gesagt, es wird eine Party. Und dann, upsie. Ja. I mean, it is what it is. Ja, also ist ja auch lustig so. Und ich weiß noch, ich bin dann nach Hause und ihr seid dann ja auch noch weitergezogen und ihr wart Ja, wir dann ja sind noch noch in der. ewig lange irgendwie unterwegs. Ja, wir waren noch in der Bar, wo es halt Ja. wirklich dann voll nett wurde, wo man einfach nur. Aber auch genau das hätten wir auch bei ihr machen können zu Hause, weißt du? Ja, Einfach nett sitzen. genau. Da sitzen und Und quatschen. dann, ja. Ja, naja. Hast du einen Buchtipp? Yes, sorry, ich habe einen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich den schon mal hatte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn nicht hatte. Sehr Aber gut. nur so, weißt du, wenn du es nicht genau weißt. Aber Ja, ich glaube nicht. wir Ich haben ja glaube, ich eine wollte den Liste, immer. in der du nachgucken kannst. Ja, ich weiß, aber ich poker jetzt mal. Ich glaube aber nicht. Aber wenn, dann ist es auch schon ein bisschen her. Beziehungsweise ich wollte das schon länger mal vorstellen. Glaube ich, habe ich dann mal nicht gemacht. Let's go with that. Ich glaube, das Buch gibt es auch leider nicht auf Deutsch. Ich habe es auf Thalia nur auf Englisch gefunden bis jetzt. Ja. Was aber, also, ja, nicht heißen kann, dass es nie, 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 nie auf Deutsch irgendwann erscheinen wird. Ja. Es heißt If an Egyptian Cannot Speak English von Noor Naga. Glaube ich, sagt man den Namen. Es ist ein Novel, ein Roman und hat relativ viele Preise auch gewonnen seit dem letzten Jahr, wo es herausgekommen ist. Und ich lese einfach mal vor. Also es ist wirklich super interessant und auch sehr relevant, auch für unsere heutige Zeit, obwohl es ja schon ein Jahr alt ist. In the aftermath of the Arab Spring, an Egyptian-American woman and a man from the village of Shabra Kite meet at a cafe in Cairo. He was a photographer of the revolution, but now finds himself unemployed and addicted to cocaine, living in a rooftop shack. She is a nostalgic daughter of immigrants, returning to a country she's never been to before, teaching English and living in a light-filled flat with balconies on all sides. They fall in love and he moves in. But soon, their desire for one another, for the selves they want to become through the others, takes a violent turn that neither of them expected. A dark romance exposing the gaps in American identity politics, especially when exported overseas. If an Egyptian cannot speak English, is at once ravishing and wry, scathing and tender. Told in alternating perspectives, Noor Naga's experimental debut examines the ethics of fetishizing the homeland and punishing the beloved, and vice versa. In our globalized 21st century world, what are the new faces and races of empire? When the revolution fails, how long can we survive the disappointment? And who suffers? And more crucially, who gets to tell about it? Oha. Es bringt Welten zusammen, sorry, und auseinander. It has everything. Ja, Und crazy. Wärme. Und es ist wirklich sehr, sehr gut. Und halt auch natürlich nicht nur auf Ägypten so, also Anwendbar. umsetzbar, Ja. anwendbar, ja. Sondern kann man auch wahrscheinlich auf andere Identities also Bestimmt. anwenden. Ja, natürlich ist es eine Love Story und eine traurige oder eine dunkle, aber eben halt auch. Hat größere Themen dahinter. Und es ist Ja. wirklich sehr, sehr gut. Und Crazy. warm. Die Wärme Ägyptens fühle ich. Boah, die Hitze. Ich werde nie die Hitze vergessen, als wir in so, also nicht du und ich, sondern meine Familie und ich, in so Gräbern waren und Ja. unter der Pyramide. Boah, da waren Ja, auf wo einmal man die auch. 40 Grad oberhalb richtig entspannt. Genau, wo man auch mal um 6 Uhr morgens irgendwie losgehen muss, weil um 8:30 Uhr ist schon zu heiß für Ist zu Europäer. heiß, ja. Ist so Oh ganz no. schlimm. Puh. Ja, mein Buch ist überraschenderweise was ganz anderes. Das ist so lustig, sorry. Das Buch, da habe ich mir jetzt auch ausgesucht. Ja, wir hatten doch mal, einmal hatten wir doch irgendwie was Ja, gleich. ich habe auch gerade gedacht, so, aber was Ja, war es? ich Oh weiß es wow. nicht mehr. Egal. Wenn ihr in die alten Folgen reinhört, vielleicht findet ihr es dann.
Mein Buchtipp, das lese ich auch gerade, ist von Heather Fawcett und das heißt Emily Wildes Enzyklopädie der Feen und ist Teil 1. Teil 2 kann man schon vorbestellen. Und es spielt 1900, ich glaube 1908 ist es. Und Emily Wilde ist eine Professorin am Oxford College für quasi Feenkunde. Und Ich lieb's natürlich. natürlich, die haben da auch Was das irgendein Wort? Fremdwort für, was ich nicht aussprechen kann. Deswegen sage ich jetzt auch Feenkunde. Fairyology. Nee, irgendwas mit D, es ist und Y und G und weiß ich nicht Oh. ganz. Ich lese es immer als Klebidi, weil ich es nicht aussprechen kann. Und es kommen auch ganz viel, also sie fährt dann nämlich, sie reist dann mit dem Schiff nach Norwegen und so quasi bis da, also es ist so eine ganz kleine Insel, wo sie auch schon die Nordlichter sehen kann, also wirklich ganz weit oben. Die Insel, ich kann die Namen alle nicht aussprechen, bitte fragt mich nicht nach den Orten. Aber es ist so eine Mini-Insel. Da soll nämlich noch ein Feenvolk sein, was sie noch nicht kennt. Und sie schreibt eben ihre Enzyklopädie, was bisher über 500 Seiten sind. Und sie möchte alle Feen auf der Welt oder alle Feenarten katalogisieren. Und das Dorf, in dem sie da ist, begegnet ihr auch ein bisschen skeptisch und man merkt so, okay, irgendwas ist da mit denen. Und zum Beispiel eine Tochter von der, ja, das ist so die Dorfvorsitzende, die Tochter ist ins Feenreich entführt worden und nach einem Jahr wieder geschickt worden. Und jetzt ist sie so ganz leer, also die haben ihr quasi ihre Seele genommen. Und man muss ihr alles sagen, damit sie das macht, aber ansonsten regt sie sich nicht. Und jetzt geht es darum, dass nämlich Emilys Kollege slash Rivale slash vielleicht irgendwie eigentlich mehr als das, Fragezeichen, aber sie weiß es noch nicht, ist jetzt auch gekommen, um das Volk mit ihr zu entdecken. Und sie glaubt nämlich auch, dass er eine Fee sein könnte. Weil sie schreibt dann auch, also es ist quasi so ihr Tagebuch oder ihr Logbuch, was wir lesen. Und sie schreibt dann immer so Beobachtungen, was sie sagt, ja, aber das so und so benehmen sich auch die Feen von dieser und jener Art. Ah, wenn er spricht, er versucht zwar den irischen Akzent zu haben, aber eigentlich klingt der Akzent wie von irischen Feen aus der und der Region, bla bla bla. Genau, und er kommt da halt auch hin und die wohnen da jetzt zusammen in dieser Holzhütte in den Schnee. Ach so, genau, es geht von Oktober bis Februar, will sie da forschen. Und wenn sie das dann nämlich schafft, das Buch fertigzustellen, nimmt er sie mit nach Paris auf die jährliche Konferenz von den ganzen Feen-ProfessorInnen. Sie ist, habe ich es eben schon gesagt, also in Oxford ist sie die einzige Frau und sie ist natürlich überhaupt eine der wenigen Professorinnen, die es gibt zu der Zeit. Genau, und wird halt nicht eingeladen, aber er wird eingeladen und er würde sie da mitnehmen, damit sie dann Kontakte knüpfen kann. Und das heißt, darum geht es jetzt. Rausfinden, ob er eine Fee ist, das Geheimnis des Dorfes lüften, die Enzyklopädie fertigstellen. Gucken, ob die Lovers sind, Enemies to Lover sind und natürlich dann die Reise, ob sie es schafft, Lol. dann die Reise dann nach Paris Also gar anzutreten. nicht viel, gar nicht Ja, viel. aber es sind nur 300 Seiten oder so, also Da passiert, ja. also die arme Feenprofessorin, da ist Ja, viel zu tun. aber es liest sich bis jetzt sehr gut und sehr spannend. Sie hat auch schon die erste Fee getroffen und die haben schon. Er hat ihr Brot gebacken und sie hat ihm eine Mütze aus Biberfell geschenkt. Und jetzt sind sie in erstem Kontakt. Nice. Das klingt doch schön. Und ich freue mich, ich lese es gleich weiter. Sehr gut. Ich werde gleich Mittag essen. Sehr schön. Entschuldigung, was ist denn heute los mit mir? Entschuldigung. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns aus der Folge.
Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder ein Abo. Ihr könnt natürlich auch gerne nochmal in die ein oder andere alte Folge reinhören, wenn ihr mögt. Und ihr findet unsere aktuellen Buchempfehlungen sowie eine Liste mit allen Buchempfehlungen, die wir bisher jemals gegeben haben, was inzwischen 230 Empfehlungen sind, findet ihr als Excel-Tabelle in den Shownotes. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Genau, bis dahin. Bis dann. Tschüss.